Boah, Digga, es ist so langweilig, es läuft einfach nichts im Fernsehen. Oh mein Gott, es ist einfach eine neue Folge Ehrenmannrios vs. Geparke draußen. Und falls ihr immer noch keine Ahnung habt, wer Ehrenmannrios und Geparke überhaupt sind und ihr habt keinen Bock, meine beiden Videos darüber anzuschauen, erkläre ich euch hier einmal ganz kurz, worüber wir heute sprechen. Und zwar haben Ehrenmannrios und Geparke zusammen auf TikTok eine Beziehung gefaked geführt und um die Zeit rum, in der Ehrenmannrios seinen neuen Song rausgebracht hat, hat er dann zusammen mit Geparke verkündet, dass sie eben schwanger ist. Und dann hat Geparke irgendwann erzählt, yo, ich bin doch nicht mehr schwanger, ich habe das Kind verloren. Und Ehrenmannrios war so, we are never gonna talk about this ever again on this channel. Bis er dann ein Diss-Track gemacht hat gegen Geparke und dann quasi gesagt hat, naja, sie war an allem der Hauptträger der Schuld, sie hat das Ganze angeleiert. Und jetzt hat sich Geparke dazu in einem Statement geäußert. Und Leute, es wird mal wieder richtig wild. Das Ganze fängt erstmal sehr ehrlich damit an, dass Geparke halt sagt, dass sie kein Opfer von Ehrenmannrios ist. Nein, sie ist halt eine Täterin. Ich bin nicht das Opfer hier, ich bin der Täter und ich fühle mich wie ein verlogenes Stück Scheiße. Und das finde ich an diesem Punkt hier ziemlich gut, denn in seinem Diss-Track scheint es schon so, als ob Ehrenmannrios halt die Hauptschuld so ein bisschen von sich wegschieben will und auch ein bisschen einen auf Opfer macht mit, ich wurde dann bedroht und ja, sie war so die Hauptmanipulatorin. Und aber sie beschreibt es dann halt so ein bisschen von ihrer Seite aus und sagt dann eben, dass sie damals dann halt von einem TikTok-Star angeschrieben wurde, nämlich Ehrenmannrios, und sich dann halt erstmal übelst drüber gefreut hat, dass ihr so jemand in ihren Augen Berühmtes eben Aufmerksamkeit zeigt. Und ziemlich schnell ist dann halt eben klar geworden, dass es übelst Klicks bringt, wenn die beiden zusammen im Internet auftreten. Und Parke beschreibt halt eben, dass es deswegen so ist, weil sie eben fetter ist als Ehrenmannrios. Und das klingt jetzt hart, aber das sind ihre eigenen Worte. Warum wohl? Ich war fetter als er, das hat ihm gefallen. Sie fühlt sich halt von Ehrenmannrios erniedrigt und irgendwie runtergebrochen, weil sie halt auch immer wieder zusammen Videos gedreht haben, in denen es eben darum geht, dass sie dicker ist als er. Noch nie Menschen in meinem Leben gehabt, die mehr als ich wiegen. Oh, wow, Leute, habt ihr gesehen, was ich mit mir da machen lasse? Und sie meint auch, dass sie sich im Nachhinein halt übelst dafür schämt und auch einfach nicht genug Selbstbewusstsein hatte und halt gemerkt hat, dass es ihr Klicks bringt, sich so runterzumachen. Und die Aufmerksamkeit fand sie halt in dem Moment einfach geil. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich das Ganze ziemlich ehrlich von ihr finde. Und ich finde auch, dass es ziemlich in das Bild reinpasst, wo wir halt eben erfahren haben, dass sie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Und Geparke sagt dann halt, dass Ehrenmannrios so ein bisschen in seinem Song die Doppel Moralschiene fährt. Er sagt ja, dass sie so der Hauptinitiator der ganzen Sache war und dass sie dann auch einfach gedroppt hat, dass sie das Baby verloren hatte, obwohl er das ja gar nicht so darstellen wollte. Und sie ist dann so, nein, ich hol das alles raus und jeder soll sehen, was wir beide für Scheiße fabriziert. Geparke behauptet, dass es nicht ihre Idee war, sondern die von Ehrenmannrios, die Schwangerschaft zu faken. Aber es wäre ihre Idee gewesen, so zu tun, als ob sie das Baby verloren hätte. Und sie zeigt, um das Ganze auch zu belegen, eben Memos, Telefonatgespräche, Screenshots von Chats mit Ehrenmannrios. Und das alles werde ich euch jetzt hier nicht einblenden. Ich werde es euch aber einmal zusammenfassen. Ich möchte nämlich nicht geclaimed werden. Wer die Idee hatte, die Schwangerschaft zu faken, das beweist sie mit ihrem Material, sage ich mal nicht. Aber was man halt ganz klar sieht, ist, dass sie tatsächlich versucht hat, wohl das Ganze zu verhindern, sich aber nicht richtig getraut hat. Sie hat dann auch angeblich absichtlich den Urin für diesen Schwangerschaftstest fake vergessen. Das war so ihr Versuch, ja, das Ganze zu verhindern, ohne das Ehrenmannrios wirklich zu sagen. Ehrenmannrios bestätigt in diesen Aufnahmen auch, dass es halt tatsächlich vergessen wurde. Aber ob sie es halt absichtlich vergessen hat, das, finde ich, kann man meiner Meinung nach nicht wirklich rauslesen. Und daraufhin hat Ehrenmannrios sie auch dazu gedrängt, dass sie das Ganze halt eben nochmal abholen geht. Ja, sie sagt dann auch irgendwie, dass es tatsächlich ihre Idee war, die Fehlgeburt quasi zu faken. Und Ehrenmannrios, und das zeigt sie auch ganz klar mit ihren Aufnahmen, wollte eine Abtreibung faken. Und Geparke meint halt eben, dass in ihrer Kultur in Polen eine Abtreibung halt einfach viel, 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 viel schlimmer ist. Und sie das niemals, allein schon wegen ihrer Familie, hätte irgendwie öffentlich machen können. Ich schätze, das war auch der Part, den man bei Ehrenmannrios sieht, wo der Vater halt so übelst pisst ist und das nicht machen möchte. Und das finde ich halt jetzt auch ziemlich krass und ziemlich eindrucksvoll. Sie sagte halt auch, dass diesen Abbruch zu faken einfach übelst die Nullnummer war.
Und das ist halt auch einfach so. Also wirklich durch das ganze Statement durch, nimmt sie die Schuld so ziemlich auf sich, auch wenn sie natürlich ihrem Mann oder das Gegenüber jetzt nicht nett ist. Und am Ende kommt einfach, finde ich, so der harteste Diss, den sie gegenüber ihm hätte machen können. Sie hat halt wirklich Aufnahmen von einem Telefonat mit ihm und wie gesagt, das werde ich euch jetzt nicht hier zeigen. Deswegen einmal eine nachgestellte Szene. Aber Marius, eine Schwangerschaft zu faken ist nicht gut. Ich fühle mich schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Es ist keine Sünde. Ich verspreche dir, es ist keine Sünde. Aber es fühlt sich an wie eine Sünde. Nein, es ist keine Sünde. Keine Angst, es ist keine Sünde. Es ist alles nur virtuell. Wir machen halt unseren Beruf. Social Media ist halt so. Das ist nicht echt. Für Geld kann man das schon machen. Wie halt auch andere Menschen arbeiten gehen. Digga, no joke. Also solche Sachen haut er halt wirklich raus. Es ist kein echtes Leben. Es ist alles nur virtuell. Das macht man halt in so einem Beruf. Er droppt dann auch, dass wenn das im Social Media alles als Lüge zählen würde, er ja eigentlich viel mehr lügen würde, als nur die Wahrheit zu erzählen. Digga, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Am Ende droppt sie halt auch noch so ein paar Stories über sein Sexualleben, weil er ja auch ein bisschen in seinem Video auf ihr draufgegangen ist. Da weiß ich auch nicht, also das klingt auch schon sehr verdächtig. Sie meint halt, dass Marius sie an seine Freunde weitergeben würde, zum ihr wisst schon was. Und dass Ehrenmanrius dann auch irgendwie von irgendeiner Frau Syphilis und Tripper bekommen hat und dann noch mit anderen Frauen weitergeschlafen hat, obwohl er halt diese Krankheiten hatte. Und Leute, das mit dem Syphilis, das würde doch die Wahnvorstellungen erklären, die Ehrenmanrius die ganze Zeit rauslässt, oder? Ich muss jetzt erstmal in Weihwasser baden gehen. Ciao.